In Rheinland-Pfalz ist seit einer Woche Sport wieder möglich. In anderen Vereinen läuft das auch schon länger. Beim TSV Schott hat das über etwas eine Woche gedauert. Was sind die Gründe dafür? Ja, wir haben uns im geschäftsführenden Vorstand und auch mit unseren Abteilungsleitern eben so vereinbart, dass wir von Anfang an sicherstellen wollen, dass alles, was vorgegeben ist, auch wirklich in der Umsetzung dann funktioniert. Und wir sind eben ein Verein mit 4.000 Mitgliedern und einem riesigen Vereinsgelände mit rund 80.000 Quadratmetern Fläche. Das heißt, wenn wir die Tür aufmachen und das Ganze unkoordiniert abläuft, dann haben wir hier riesen Menschenansammlungen und genau das müssen und wollen wir ja vermeiden. Die Krise stellt viele Vereine vor große Probleme. Wo liegen da beim TSV Schott die größten Probleme? Ja, jetzt rein auf die Corona-Krise bezogen, haben wir natürlich als Verein mit einer vereinseigenen Sportanlage eine ganz besondere Herausforderung, denn wir haben ja auch Fixkosten, die weiterlaufen, zum Beispiel für die Anlagenunterhaltung oder auch Personal, Geschäftsstellenpersonal, aber auch in Abteilungen. Und das alles können und wollen wir ja nicht von heute auf morgen einfach runterfahren. Somit liegt das größte Problem darin, dass wir eben Betreiber einer vereinseigenen Sportanlage sind und diese Kosten als Verein auch selber tragen. Je länger jetzt eben der größte Teil des Sportbetriebs ruhen muss, desto höher sind unsere Einnahmenverluste. Das geht, wenn man bis Jahresende sich die Sache anschaut, in die Hunderttausende. Und das kann man natürlich als gemeinnütziger Verein nicht einfach so wegstecken, das ist klar. Wie kann man sich den Spielbetrieb vorstellen? Welche Maßnahmen mussten Sie ergreifen? Also es wird so sein, der Sportler kommt bei uns auf dem Hauptgelände an, geht über eine Treppe, also den einzigen Eingang, den wir freigemacht haben, dann eben hoch aufs Vereinsgelände, rechts um den Fußballplatz herum Richtung Tennisplatz. Und am Tennisplatz, wenn er dann Tennis gespielt hat, geht er links um den Fußballplatz wieder herum Richtung Ausgang. Und somit ist das alles bestens organisiert, dass auch die Leute sich auf den Hin- und Rückwegen nicht in die Quere kommen. Es wird Einlasskontrollen geben, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch organisiert werden musste. Genauso müssen uns alle Abteilungen auch mitteilen, in welcher Form sie die Platzbelegung koordinieren und wie das dann am Ende auch im Detail aussieht. Denn Einlasskontrollen können ja nur funktionieren, wenn man wirklich auch weiß, zu welcher Uhrzeit welche Personen hier auf der Anlage sind. Und das stellt uns natürlich alle auch gerade am Anfang vor große Herausforderungen. Wie sind die Überlegungen für die nächsten Tage, die nächsten Woche? Die Frage ist, was an Lockerungen kommt in der nächsten Zeit. Wir haben unseren Stufenplan jetzt so entwickelt, dass wir darauf reagieren können und auch werden. Aber immer unter der Prämisse, dass alles koordiniert abläuft, dass die Sicherheit der Mitglieder an erster Stelle steht. Wir haben auch viele ältere Menschen hier im Verein und deren Angehörige. Also da legen wir größten Wert drauf, dass alles gut funktioniert. Und man muss jetzt einfach auch mit der Zeit lernen. Wir werden sehen, wie sich die Situation für uns entwickelt und auch in enger Abstimmung mit der Stadt Mainz eben agieren. Auch für die wird es ja so sein, dass Sportanlagen wieder in Betrieb genommen werden. Und da wollen wir uns natürlich auch, was die Konzepte und die Umsetzung betrifft, dann auch austauschen.